bin großer Stromberg-Fan und jetzt arbeite ich in der Versicherungsberatung, ja, und bin auch in der Schadenregulierung. Financial Services bei EY, da decken wir eigentlich alle Beratungs- und Prüfungsleistungen ab, wie auch bei den anderen, nur spezialisiert auf Banken und Versicherungen. Das ist so, weil eben Banken- und Versicherungsbranche schon sehr viele Spezifika haben, sehr viele regulatorische Anforderungen. Man ist spezialisiert, man hat schon so einen Sektorfokus. Financial Service finde ich so interessant, weil es eben in alle anderen Industrien reinströmt, sei es in dem Thema Versicherung, was eine sehr große gesellschaftliche Relevanz hat, aber auch in dem Thema Banken und Bankenwesen führt kein Weg dran vorbei. Wir beraten ja hauptsächlich Finanzdienstleistungsunternehmen. Das heißt, Projekte haben meistens einen internationalen Bezug. Und man arbeitet hier wirklich mit vielen verschiedenen Teams aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Service Lines zusammen. Im Vergleich zu einer Bank sind wir natürlich zum einen viel jünger aufgestellt, jetzt noch mal ein bisschen agiler, würde ich sagen, und auch an der einen oder anderen Stelle hungrig. Das Vorurteil, das Leute am häufigsten denken, ist, dass FSO sehr festgefahren ist und dass da so ein Stück weit eine Ellenbogenhierarchie herrscht. Das menschliche Miteinander ist einfach da und das, finde ich, ist auch unbezahlbar. Die wichtigsten Werte bei uns in der Abteilung sind Teamfähigkeit, die flexiblen Arbeitszeiten und die Work-Life-Balance. Man versucht, die Person als Ganzes wahrzunehmen. Es ist egal, wie du aussiehst, was du anhast. Du wirst angenommen im Team, im Unternehmen.